Einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge LS15 hier auf der Bindelbach beim Kartoffeln säen. Ja, ich muss mal wieder auffüllen, die ist nämlich schon wieder leer und wird ganz schön schnell dreckig irgendwie, würde ich jetzt mal so behaupten. Lassen wir die wieder hier stehen oder nehmen wir sie mit? Ne, lassen wir wieder hier am Feld stehen. Und ja, säen dann mal die, beziehungsweise füllen sie erstmal auf und dann säen wir den Rest noch. Mal wieder mein Gewicht hier, die pragmatische Lösung. Ich mag ja solche Lösungen, muss ich also ehrlich sein, ich mag solche Lösungen. So, aber was ich nicht mag, wenn der Frontlader sich nicht mehr ankoppeln lässt. Das finde ich nicht ganz so lustig. Jetzt probieren wir mal schnell eins aus. Wenn ich mich hier drauf stelle und dann hier schiebe. Okay. Bringt das so gut wie gar nichts. Na. Kann ich den nicht umkippen, oder? Ah, jetzt muss ich den echt zurücksetzen, oder was? Das ist ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Jo, ich kann nur rumschieben, aber rumschieben bringt mir in dem Fall eigentlich gar nichts. Oh, das ist echt blöd jetzt. Das ist blöd, blöd, blöd. Wie könnte man das sonst noch lösen? Ja, gegen den Baum schieben, was irgendwie auch nicht gerade die schönste Art und Weise ist. Vor allem muss ich ihn dazu erstmal Richtung Baum kriegen. Ja, und das geht schon mal nicht. Okay, dann, ja, blöd, 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 aber hilft nichts. So, das heißt, muss hier auch noch alles durchklabüstern. Oh, das ist nervig. Aber hilft nichts. So, komm, wo ist er? Boah, wir haben so viele Maschinen hier. Das ist echt Wahnsinn. Wahnsinn. So, einmal zurücksetzen. So. Dann einmal wieder zum Hof hoch. Ja, nicht durch die Büsche. Dafür quer übers Feld. Ja, ich kann die Kartoffeln halt auch nicht anders aufladen hier. Das, ich habe da kein Förderband und nix. Und ja, ein Saatgut-Trigger jetzt hinfahren ist irgendwie auch Käse. Also finde ich zumindestens, dass das ziemlicher Käse ist. Deswegen ja, bleibt jetzt leider nichts anderes übrig, als zurück auf den Hof, den Frontlader holen und dann wieder runterfahren. Ärgerlich, aber hilft nichts. Das nächste Mal lass man einfach dran. Da mache ich den nicht ab. Aber was wir natürlich jetzt hier machen können, wenn wir eh schon hier oben sind, werde ich jetzt mal und zwar, wo stellen wir denn den hin? Ach, da ist alles so voll hier. Ja, den stelle ich jetzt erstmal hier hinten rein. Den Krautschläger, den braucht man nämlich jetzt so erstmal nicht. Dafür nehmen wir jetzt ein kleines Gewicht mit. Beziehungsweise nicht nur ein kleines, wir nehmen wieder unser veränderbares. Hallo? Ja, so, jetzt. Unser Shiftable Weight nehmen wir da gleich mal mit. Das liegt da hinten eh ganz traurig in der Ecke. Wie habe ich denn das da? Oh Gott. Habe ich wieder grandios hier gut hingelegt. Aber. Genau, dann haben wir nämlich das Gewicht hier und dann können wir wieder runterfahren. Ach ja, wie ich solche unproduktiven Geschichten liebe, aber es hilft eben leider nichts. Ab und zu kommt sowas vor. Und ja, nachdem wir jetzt die Schaufeln nicht irgendwie manuell abkoppeln können,
Das wäre eigentlich mal interessant. Jetzt fällt mir das gerade ein. Mit dem Manual Attaching, ob man da Geräte abkoppeln kann, die irgendwo rumstehen, die nicht am Traktor dran sind. Das würde mich mal interessieren, ob das funktioniert. Werde ich mal irgendwann mal ausprobieren, wobei mir der Manual Attaching grundsätzlich ist mir das zu viel, zu viel des Guten. Ist eine nette Geschichte, klar, weil man realistischer spielen kann, aber ja, das wäre eher jetzt sowas, muss ich sagen, für zum Beispiel die Geschichte auf der Breithausen. Da wäre das was, wenn man da einfach mal so ein bisschen rumtingelt und eben auch Manual Attaching mit drin hat. So, ich mache jetzt mal die Doppelbereifung wieder aus. Zwar eigentlich ja theoretisch könnte man sie beim Kartoffelsetzen noch drauf lassen. Wir könnten aber auch die Pflegebereifung drauf tun. Die könnte ziemlich genau so sein, dass sie zwischen die Reihen reingeht. Das heißt, wir hätten da sogar noch eine Bodenschonung dann. Mal gucken. Werden wir gleich mal testen. Also die Schaufel ist schon echt schwer. Der ist jetzt sogar noch relativ grenzwertig hier unterwegs mit dem Gewicht. So, dann fahren. Ja, genau. Oder kippt halt einfach. Das wäre jetzt noch die Krönung dann, dass er einfach mal nach vorne umkippt. So. Befüllen wir das Ganze. Kurz ein Foto davon machen. Normal müsste ich doch jetzt eigentlich. Das probieren wir jetzt mal, ob ich das Gewicht hinten dran lassen kann. Welche? Ich bin ja faul. Und faule Leute probieren, sich immer alles einfach zu machen. Deswegen. Schauen wir jetzt mal. Okay. Doch. Nein, geht nicht. Schade eigentlich. Naja, dann eben nicht. Dann. Ich muss jetzt mal das Gewicht erstmal hier neben den Stein. Und wie gesagt, die Schaufel lassen wir jetzt einfach dran. Da tue ich jetzt nicht lange rum. Das geht auch so. So, und zwar, ich muss die eine Reihe noch fertig machen hier. Dann. War das N? Ja, war N. Schauen wir mal. Ist der hier so? Ja, nein. Genau. V und B. Mist. Das richtige Gerät noch auswählen. V und B. Und los geht's. Das glaube ich, könnte sogar gar nicht mal so blöd sein. Das Ganze hier mit der Pflegebereifung. Auch wenn es wahrscheinlich nicht viel hilft, aber naja. Der Willi war da sozusagen. Von dem her lassen wir das mal so. So, jetzt. Warum hat denn der Jägerstand eigentlich kein Dach mehr? Oder hatte der nie ein Dach? Komisch. Ich hätte schwören können, der hatte mal ein Dach. Aber gut. So, dann säen wir hier die Bahn noch. Ja, und dann immer wieder mit Versatz natürlich, dass wir hier einfach das Vorgewende beibehalten und das besser, ja, besser hier vorbereiten können für die Ernte dann.
Ja, und wenn das alles gewachsen ist, dann haben wir richtig was zu tun. Dann müssen wir nämlich hier wieder alle Felder ernten, die wir haben. Feld 32 werde ich jetzt dann noch Curseplay drauf ansetzen. Da bin ich nach wie vor am Überlegen, was ich da noch draufsetze. Ob wir da wieder Mais draufsetzen. Wobei man das natürlich eigentlich nicht macht. Zweimal hintereinander, glaube ich, Mais. War mir zumindest so, dass man das nicht macht wegen dem Boden, weil der so extrem viele Mineralstoffe dann verliert. Deswegen ja, wäre zu überlegen, was wir dann machen. Gedüngt Hammers, von dem her brauchen wir auch keine Zwischenfrucht draufsetzen. Sonnenblumen haben wir jetzt auch schon auf einem Feld, Kartoffeln haben wir hier, Zuckerrüben haben wir noch relativ viele, dass sich das eigentlich nicht rentiert, Zuckerrüben zu machen. Vor allem braucht man dann wieder Equipment dafür, was auch wieder richtig Geld kostet. Von dem her ja, bin ich gerade nicht ganz so überzeugt davon, eben Zuckerrüben zu machen. Das glaube ich lassen wir jetzt aktuell erstmal. So. Hier mal ein schönes Vorgewende. Na gut, schön war. Ist was anderes. Eigentlich so zwei Gerätebreiten. Ist eigentlich immer ein ganz guter Wert. Das waren jetzt irgendwie so eine. Der macht hier gleich mal mehrere Fahrspuren. Das ist irgendwie auch doof. Ja. So. Aber auf jeden Fall geht hier was vorwärts. Und ja, Feld 4 werden wir dann noch kaufen. Das machen wir, glaube ich, in der nächsten Folge mal. Beziehungsweise wenn hier die Sämaschine leer ist. Aber das wird nicht mehr allzu lange dauern. Kartoffeln gehen relativ schnell durch hier, durch die Sämaschine. Ja, und dann werden wir hier mal das Feld 4 kaufen, dass wir das auch mal in Besitz haben. Haben wir jetzt auch schon lang genug drüber gesprochen. Ja, und dann müssen wir mal unsere Produktionen wieder schauen, was die so machen. Wobei natürlich Kartoffeln erst interessant werden, wenn auch dann die Kartoffelernte gestartet hat hier. Dann wird die ganze Geschichte mit den Kartoffeln natürlich umso interessanter, was die Produktion angeht. Und ja, da müssen wir dann eben gucken. So. Fahren wir mal hier ein Stückchen rauf. Ja, das werden halt jetzt hier nicht mehr allzu viele Bahnen. Ich glaube, ich mache jetzt hier die Querbahnen mal fertig und mache die anderen dann 90 Grad gedreht quasi. Ich glaube, da kommen wir dann mit den Ernten besser hin. Wenn wir den Streifen hier eher nach oben hin und dann lasse ich hier ein bisschen Vorgewende und gut ist. Das sollte eigentlich, glaube ich, besser gehen, als wenn ich jetzt hier in der gleichen Richtung die Bahnen setze. Denn dann müssen wir hier mehr drehen, als was wir eigentlich Feld haben. Ja, schauen wir mal, wie das am sinnvollsten hier umgesetzt ist oder gemacht werden kann. So, einmal ausheben und dann hier rum. Ja, jetzt ist nämlich die Sämaschine auch gleich wieder leer dann. Aber die Kartoffeldämme schauen echt nicht gut aus. Das schaut irgendwie nicht toll aus. Da muss ich, glaube ich, die Textur nochmal tauschen. Und das gefällt mir nicht wirklich. Da gibt es definitiv schönere.
Wobei natürlich, das sind jetzt eher so, ja, Erddämme. Die Originalen sind eher so, ja, sandig, lehmiger Boden. Ja, kann man jetzt sehen, wie man will. Warum ist jetzt hier eigentlich Textur? Ja, komisch. So, dann würde ich fast sagen, wir drehen hier mal den Kurs und setzen hier in der Richtung noch Kartoffeln her. Ich glaube, das ist sinnvoller, als jetzt der Länge nachzugehen. So, aber das war es auch erstmal wieder für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.